Es gibt Menschen, die sammeln Steine, schöne, funkelnde Steine. Es gibt Menschen, die sammeln Kleider, ganze Schränke voll. Es gibt Menschen, die sammeln Häuser, auch wenn sie nur in einem leben können. Es gibt Menschen, die sammeln Autos. Es gibt Menschen, die sammeln Geld. Es gibt Menschen, die sammeln alles Mögliche. Und der Gärtner? Was sammelt der Gärtner? Der Gärtner sammelt diese kleinen Samen. Aber warum sammelt der Gärtner so etwas Kleines? So klein wie ein Sandkorn und so unbedeutend für so viele Menschen. Die meisten übersehen es. Aber schau dir die Samen an, wie sehr der Gärtner sie liebt. Er liebt sie so sehr, dass er sie gegen nichts austauschen würde. Warum? Schau dir die guten Samen an. Aus den guten Samen kommt leckeres Obst und Gemüse hervor und alle essen davon. Der Gärtner, seine Familie, ja, alle Menschen. Ein Samenkorn wird auch zu Mehl vermahlen, aus dem leckeres Brot gebacken wird. Der gute Same dient auch zur Nahrung für die Tiere, das Gras, was daraus wächst, oder die vielen Kräuter. Auch die Vögel des Himmels essen den guten Samen und füttern ihre Vogelbabys. Aus einem anderen guten Samen kommen schöne Blumen hervor. Blumen, die der Gärtner seiner Frau schenkt. Aus einer anderen Pflanze, die aus einem anderen guten Samen hervorkommt, wird Baumwolle geerntet. Und damit kleiden sich die Reichen und damit kleiden sich die Armen. Aus einem anderen guten Samen wachsen große Bäume hervor, aus deren Holz gute Häuser gebaut werden, zum Schutz vor dem Wetter, vor Sonne und Regen, vor Sturm und Wind. Alles kommt aus einem guten Samen hervor. Und was würde der Gärtner ohne diese guten Samen machen? Ohne die guten Samen kann der all das Gute, was der Gärtner tun möchte, nicht machen. Der Gärtner liebt seine Familie. Und weil durch den Samen die Familie all das Gute und Schöne bekommt, liebt er den Samen umso mehr.